Ja, wir sind hier im reflexionsarmen Raum. Das ist der Fachbegriff dafür, was man sonst umgangssprachlich auch als schalltoten Raum bezeichnet. Damit der Klang der Musikinstrumente dann in diesem virtuellen Raum nicht mit den Schallreflexionen eines Aufnahmeraums sich überlagern, muss man die Musikinstrumente eben in einem solchen reflexionsarmen Raum aufnehmen. Ja, es war sehr aufregend. Zum ersten Mal, dass ich so etwas mache in so einem Raum, dass ich so etwas sehe. Es ist für uns Musiker auf jeden Fall etwas Neues. Es ist auf jeden Fall eine Art, auch jetzt uns zu connecten und etwas zu probieren, Neues auszuprobieren. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das Ergebnis wird. Ich hoffe, dass es ein schönes neues Multimedia-Projekt wird, was unser Publikum begeistern kann. Und ich finde das gerade großartig, wenn wir den jungen Leuten sozusagen eine Möglichkeit geben, sie dort abzuholen, wo sie sich technisch aufhalten. Und da ist dieses Projekt sicher sehr gut geeignet. Alles im Kasten, ja? Wunderbar.